Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten jetzt offiziell mit dem Thema Umgestaltung von Friedhöfen. Mein Name ist Daniela Tüchler. Ich bin Beraterin für Natur im Garten für die Gemeinden im Waldviertel zuständig und ich darf Sie heute durch dieses Webinar begleiten. Wir haben eben heute das Thema Umgestaltung von Friedhöfen. Das heißt, es geht ein bisschen darum, wie wir von diesem 60er, 70er Jahresstil wegkommen und die Friedhöfe ein bisschen naturnaher, ein bisschen attraktiver gestalten können. Ja, vielleicht ein bisschen parkähnlichen Charakter, wo es auch einmal ein Sitzbankerl gibt oder vielleicht einmal einen Trinkbrunnen gibt. Ja, also da wird es heute viele Inputs dazu geben. Vielleicht nochmal kurz zur Technik. Es ist wichtig, dass Sie im Hintergrund möglichst alle Anwendungen schließen, die sich mit dem Internet verbinden. Und falls Verbindungsprobleme auftreten sollten, gibt es in der Mitte oben diesen Reconnect-Button, den Wiederverbinden-Knopf, den bitte einfach drücken, sollte mal das Bild hängen oder der Ton hängen. Oder Sie können auch jederzeit aussteigen und über den Link wieder neu einsteigen. Ich habe jetzt schon mal eine Umfrage gestartet, weil wir Sie ja nicht sehen können und auch nicht hören können, würden wir uns freuen, wenn Sie sich an dieser Umfrage beteiligen, damit wir zumindest wissen, woher Sie kommen, in welchen Beteiligen. Möchte ich ganz kurz noch Natur im Garten vorstellen, für alle die, die Natur im Garten noch nicht so gut kennen. Also Natur im Garten ist eine Bewegung des Landes Niederösterreich. Es gibt uns seit 1999, also schon viele, viele Jahre. Und bei Natur im Garten gibt es drei Hauptkriterien, die uns ganz, ganz wichtig sind. Das ist einmal, dass wir keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, Pestizide einsetzen, dass kein Mineraldünger verwendet werden soll und dass kein Torf verwendet werden soll. Also das sind die Hauptkriterien. Und dann geht es natürlich auch darum, die Biodiversität zu fördern, schützenswerte Elemente zu erhalten, wie eben Bäume, vor allem die alten Bäume, Alleen, aber auch Blumenwiesen vermehrt anzulegen, Sträucher richtig zu pflegen und auch vermehrt anzupflanzen in den Gemeinden. Also einfach wirklich die Biodiversität zu fördern. Sehe ich das um? Das heißt, ich werde jetzt diese Umfrage mal beenden und dann müssten Sie auch das Ergebnis sehen. Also wir haben 2% Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister hier mit dabei, 39%, also einen großen Prozentsatz Mitglieder aus dem Gemeinderat, dann 9% Bauhofmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, 16% Amtsleiterinnen bzw. Mitarbeiter in der Verwaltung, niemanden aus Verschönerungsverein, Dorferneuerungsverein oder ähnlichen, 11%, die in diesem Bereich tätig sind. Das war ja der Wunsch letztes Mal, dass es auch diese neue Kategorie hier zum Auswählen gibt und gut, dass wir sie eingerichtet haben, also wie gesagt, 11% sind hier mit dabei und 20% sind interessierte Bürgerinnen und Bürger. Gut, dann werde ich diese Umfrage mal schließen und dann möchte ich gleich die zweite Umfrage noch starten und zwar wird uns gleich jetzt am Anfang, ich muss noch veröffentlichen, so, jetzt müssten Sie sie sehen. Ja, uns interessiert, ob es in Ihrer Gemeinde die Möglichkeit für alternative Bestattungsformen abseits der klassischen Erdbestattung gibt. Also, dass wir mal so ein bisschen einen Iststand haben, wie schaut es bei Ihnen als Teilnehmer in Ihrer Gemeinde derzeit aus. Gut, und während diese Umfrage läuft, möchte ich auch schon den Stefan Strobel-Berger begrüßen, meinen Kollegen. Der Stefan ist Gärtner und Forstfacharbeiter, hat den Master an der Donau-Universität Krems gemacht für ökologisches Garten- und Grünraummanagement. Er leitet das Natur im Garten-Telefon und auch die Grünraum-Servicestelle am Natur im Garten-Telefon. Herzlich willkommen, Stefan. Guten Morgen. Guten Morgen. Du darfst, wenn du möchtest, die Präsentation schon starten und wir freuen uns über deinen ersten Input und dass du uns über deine Erfahrungen zum Thema Friedhof heute hier berichtest. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie ebenfalls recht herzlich zum heutigen Webinar mit dem Thema Umgestaltung von Friedhöfen begrüßen. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema ökologische Friedhofsgestaltung und Pflege sowie auch mit den zukünftigen Anforderungen in diesem Bereich auseinandergesetzt. Ich habe vor einigen Jahren meine Masterthesis eben zu diesem Thema verfasst.
Es ist ja so, dass derzeit in der Friedhofs- und in der Bestattungskultur eben ein großer und vor allem auch spannender Wandel stattfindet. Also es werden ja laufend neue Bestattungsmöglichkeiten entwickelt und eben vielfach auch auf privaten Friedhöfen umgesetzt. Also denken Sie da zum Beispiel an Waldfriedhöfe oder Naturfriedhöfe. Also diese neuen Bestattungsanlagen treten eben auch in Konkurrenz zu den herkömmlich gestalteten Friedhöfen. Zusätzlich werden auch von der Bevölkerung immer häufiger eben auch pflegearme und vor allem pflegefreie Grabstätten gesucht, die eben wirklich auch ökologisch wertvoll sind, individuell und vor allem auch optisch ansprechend. Und so haben die Gemeinden und vor allem auch die Friedhofserhalterinnen vielfach ein Problem, wie sie eben ihre Flächen sinnvoll an diese neuen Bedürfnisse anpassen und vor allem auch pflegen können. Ich möchte jetzt mit der Ausgangssituation und mit den Problemfeldern beginnen, also die, wie sie derzeit quasi auf den meisten Friedhöfen in Niederösterreich herrschen. Und zwar, Sie sehen links und in der Mitte eben Bilder von ganz typischen Friedhöfen in Niederösterreich, oder ich denke auch, das lässt sich ziemlich auf ganz Österreich umlegen. Derzeit dominiert ja die Farbe Grau sehr stark. Es gibt nur wenig Grün, es gibt nur wenig schattenspendende Bäume. Dieser Ort der Gestaltung ist zusätzlich auch sehr pflegeaufwendig. Vor allem diese Seitenwege und diese Schotterflächen müssen eben unkrautfrei gehalten werden. Das passiert teilweise leider wie noch mit Herbiziden oder eben mit sehr aufwendigen mechanischen oder thermischen Methoden. Einer der größten Nachteile dieses Orts der Gestaltung ist meines Erachtens nach die schlechte Nutzungsqualität. Das heißt, für die Besucherinnen. Vor allem im Sommer heizen sich diese Flächen sehr, sehr stark auf, also weil eben der Schatten fehlt. Und auch im Winter fehlt eben eine Vegetation, die den Wind aufhält. Also das heißt, wenn der Wind im Winter geht, also pfeift es so richtig durch die Grabreihen und es ist sehr, sehr unangenehm, sich da wirklich auf den Flächen aufzuhalten. So ist es meistens leider so, dass sich der Friedhofsbesuch eher wirklich auf die Feiertage beschränkt oder eben auf die Tage, wo man eben die Grabpflege dann erledigt. Zusätzlich darf man bei dieser Art der Gestaltung vergessen, also dass eben viele oder der Großteil der Friedhofsbesucherinnen wirklich ältere Leute sind und für sie gibt es vielfach eben kaum beschattete Sitzmöglichkeiten oder Orte der Entspannung oder Orte, wo sie nachdenken können oder Orte, wo sie in Ruhe trauern können oder Orte, wo sie sich austauschen können. Zusätzlich sind diese Schotterflächen auch nicht barrierefrei. Also man darf nicht vergessen, dass man, wenn man mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl unterwegs ist, auf diesen Flächen wirklich nur sehr, sehr schwer vorankommt. Den nächsten Punkt, den ich auch auf dieser Folie noch ansprechen möchte, ist die Urnenbestattung. Also Sie sehen es ganz rechts. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren wirklich die Zahlen der Urnenbestattungen sehr, sehr stark gestiegen sind. Das war heuer im Frühling auch noch einmal der Fall, eben durch Corona. Und dazu wird es natürlich notwendig, dass man eben immer mehr Urnenbestattungsmöglichkeiten in den Gemeinden und in den Friedhöfen schafft. Dieser Trend, also auf diesen Trend reagieren eben viele Friedhofserhalterinnen und Gemeinden eben mit der Errichtung von diesen Kolumbarien oder Urnenwänden, die aber aufgrund ihres Erscheinungsbildes oft leider nur mäßig angenommen werden. Also die Leute stellen sich eigentlich unter einer würdevollen Bestattungsmöglichkeit für ihre lieben Verstorbenen oft wirklich was anderes vor. Aber mittlerweile gibt es genau in diesem Bereich eben eine Vielzahl von individuellen und vor allem auch kostengünstigen Möglichkeiten, die man wirklich super als Alternative zu diesen Kolumbarien auf den Friedhöfen umsetzen kann. Dazu gehören eben Baumbestattungen, pflegeleichte Gemeinschaftsgräber und vieles mehr. Also das werde ich Ihnen dann im Laufe meines Vortrages dann noch näher vorstellen. Einige weitere Problemfelder möchte ich noch kurz ansprechen. Und zwar, Sie sehen ganz rechts das Auflassen von Einzelgrabstellen. Das ist in manchen Friedhöfen wirklich auch mittlerweile ein Problem, eben durch Abwanderung oder wenn die Verstorbenen keine Angehörigen mehr haben oder keine Nachkommen mehr haben, werden eben viele Gräber aufgelassen und die werden auch nicht mehr neu belegt und so entstehen eigentlich immer mehr Lücken in der Grabfelsdur und diese Flächen müssen aber trotzdem bepflegt oder bewirtschaftet werden und da braucht es eben Konzepte für die sinnvolle Nutzung. Weiterer Faktor kann aber auch dazu kommen und zwar es kann auch das Gegenteil der Fall sein, und zwar, dass man eben Erweiterungsflächen braucht. Sie sehen sie eben links. Und da hat man eben wirklich die große Chance, dass man eben was Neues und was Spannendes macht. Da ist mein Appell wirklich, holen Sie sich einen Fachplaner, der sich damit auskennt und
setzen Sie wirklich zukunftsweisende Projekte auf solchen Flächen um? Ein weiterer Aspekt ist noch eben der Wunsch nach kostengünstigen und pflegefreien Grabstätten. Sie sehen es in der Mitte. Viele Leute können und wollen eben sich nicht mehr mit der Grabpflege beschäftigen, aber das Grab soll trotzdem eben optisch sehr ansprechend sein, liebevoll gestaltet sein und aber auch kostengünstig sein. Und da braucht es eben neue Konzepte, die man da eben als Friedhofserhalter oder als Gemeinde eben umsetzen kann. Ja, also der Friedhof kann und soll sich eben durch eine entsprechende Gestaltung und Pflege zu einem Grünraum mit vielen wichtigen Funktionen entwickeln. Also das heißt, nicht nur die Hauptfunktion eben als Ort der Bestattung und des Gedenkens an unsere Verstorbenen, sondern er soll und hat auch wichtige andere Funktionen. Diese Funktionen möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen näher bringen. Da fällt mir zuallererst der Friedhof eben als ökologische Nische ein. Es ist ja, glaube ich, bekannt, also dass vor allem große städtische Friedhöfe mit dem alten Baumbestand und mit den Wiesenflächen wirklich grüne Lungen und vor allem wichtige Naturräume in den Städten darstellen. Aber diese Funktion können auch Friedhöfe in kleinstädtischen und in ländlichen Bereichen übernehmen. Zwar wenn sie entsprechend eben mit Pflanzen und mit entsprechend viel Grün aufgebessert und gestaltet werden. Wenn man eben wirklich da in den lokalen, kleineren Friedhöfen Verbesserungen eben durch Gestaltung umsetzt, dann wird man bald merken, also, dass wirklich durch die Bepflanzung der angrenzende Siedlungsraum eben ein bisschen gekühlt wird, dass die Luftfeuchtigkeit steigt, dass Staub gebunden wird und dass vor allem wieder Nützlinge und Insekten zuwandern können. Der ökologische Friedhof kann und sollte aber auch wirklich wichtige soziale Funktionen übernehmen, eben als Ort der Begegnung, der Entspannung und vor allem der Ruhe. Es ist so, dass in Zeiten der Trauer und des tiefen Schmerzes von den Menschen eben viele Dinge bewusster wahrgenommen werden. Also je nach persönlicher Empfindung können eben die Menschen von einem vielfältig und naturnah gestalteten Umfeld angesprochen werden und dadurch eben Trost finden und wirklich aus der Natur neue Kraft und neue Hoffnung schöpfen. Mittlerweile gibt es ja zu diesem Thema sehr, sehr viele Studien, die eben wirklich die Wirkung von Grünräumen auf die psychische und vor allem auch auf die physische Gesundheit des Menschen dokumentieren. Eine Studie aus dem Jahr 2016 von Wüstemann et al. Zeigt, dass eben städtische Grünräume wirklich eine positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit, auf die soziale Funktionsfähigkeit, die Vitalität und auch gegen körperliche Schmerzen hat. Sind eben Friedhöfe wirklich interessant und mit einem hohen Grünanteil gestaltet, so können sie eben wirklich durchaus auch zu gerne genutzten Naherholungsflächen werden. Der Friedhof hat aber auch noch eine weitere wichtige Funktion, und zwar die Funktion als kulturelles Erbe und kulturelles Gedächtnis einer Gemeinde oder einer Region. Vor allem historisch wertvolle Grabmäler und Gruften, die sind leider in den letzten Jahrzehnten immer mehr dem Verfall preisgegeben worden und vielfach auch verschwunden und wirklich zu Schotter verarbeitet worden. Und wenn Sie jetzt auf Ihren Friedhöfen wirklich noch solche Schätze haben, dann wirklich unbedingt für die nächsten, für die kommenden Generationen erhalten. Und der Friedhof selber kann und soll auch wirklich ein lebendiges Museum sein, wo man eben solche Dinge sich auch bewusst anschauen kann. Ja, also man kann also den ökologischen Friedhof wirklich als Zukunftschance sehen. Eben aufgrund der Konkurrenz, die eben durch die privaten Bestattungsunternehmen und auch neuer Bestattungsarten, die eben weniger Platz brauchen, immer wieder auftritt, wird sich auch die Finanzierung aus den Friedhofsgebühren künftig schwieriger werden für diese Flächen. Daher muss man eben schauen, also dass man eben diese sekundären, aber für die Bevölkerung auch nicht minder wichtigen Funktionen mehr in den Vordergrund rücken. Dazu gehören eben, wie ich bereits erwähnt habe, also diese ökologischen und vor allem diese sozialen Funktionen. Und wenn diese Funktionen eben entsprechend durch die Umgestaltung und durch die Adaptierung der Flächen erreicht werden, dann kann man eben wirklich das Bestehen vieler Friedhöfe auch zukünftig und langfristig vor allem sichern. Danke, Stefan, für deinen ersten Input.
Wir schauen jetzt einmal gleich zur Umfrage. Die habe ich schon öffentlich gestellt. Die müssten Sie schon sehen. Also es gibt in vielen Gemeinden bereits die Möglichkeit der Urnenbestattung in Urnenwänden, also diesen klassischen Kolumbarien. Bei 22% gibt es noch keine alternativen Bestattungsformen. Und was mich sehr freut, es gibt schon zumindest 9%, die angeben, es gibt Themengräber. Und 15%, die angeben von den Teilnehmern, dass es sonstige Bestattungsformen gibt. Und dann möchte ich auch gleich zum Chat gehen, weil da wird auch schon rege diskutiert. Genau, also erst einmal möchte ich sagen zu den Unterlagen, also das Webinar wird wieder aufgezeichnet. Das heißt, es kommt im Nachhinein dann ein Link zur Nachschau für die nächsten Tage und dann langfristig wird es dieses Webinar auch auf unter www.kommunalnet.at zur langfristigen Nachschau geben. Also dort wird es langfristig zur Verfügung stehen. Dann haben wir den Hinweis bekommen, dass es in der Gemeinde Ladendorf eben auch diese typischen Urnennischen gibt, aber auch eine Urnenwiese, also eine sehr, sehr schöne Form, auch eine schöne Bestattungsmöglichkeit. Dann, Stefan, möchte ich dich vielleicht noch bitten, ob du zum Thema Baumbestattung gleich noch ein bisschen was sagen möchtest. Und zwar war da die Frage, also es sind Stefan Strasser schreibt, bei Ihnen sind es meist Waldfriedhöfe und da sind dann aber die mächtigen Bäume oft schon wieder ein Problem. Solche wie im Bild vorhin gibt es eher in Oberbayern, das liegt sicher am Untergrund, oder? Möchtest du da jetzt gleich was dazu sagen oder dann im Laufe der Präsentation? Kommt das wir werden es dann später genauer behandeln. Also ich habe Ihnen dann auch einige Beispiele mitgebracht, also wo man das dann wirklich sehen kann, wie sowas in der Praxis funktionieren kann. Aber es ist natürlich beides möglich. Also es gibt natürlich diese klassischen Waldbestattungsmöglichkeiten, wo man wirklich bestehende Wälder hernimmt und dann eben in den Wurzelbereich die Urnen beisetzt. Oder man kann sowas natürlich auch auf den kleineren oder auf den Ortsfriedhöfen umsetzen, wenn man wirklich gezielt Bäume pflanzt und da eben den Wurzelraum dann als Begräbnisstätte verwendet. Ja. Danke, Stefan. Dann ist noch die Frage aufgetaucht, beziehungsweise eine Teilnehmerin möchte sogar schon Fotos schicken, auch von einem Friedhof. Und wenn Sie eben wirklich einen schönen Friedhof haben, einen Vorzeigefriedhof, gerne die Fotos entweder allgemein an gemeindewebinar@naturimgarten.at oder wenn Sie Ihren Regionalberater in Ihrer Region kennen, dann auch direkt gerne an den Regionalberater. Gut, ich hoffe, ich habe, ja genau, und dann war noch die Frage bezüglich Empfehlungen beziehungsweise eine Liste von Fachplanern. Da würde ich Sie bitten, auch wirklich auf die Homepage zu gehen. Unter www.naturimgarten.at haben wir viele Gestaltungsberater auch, die und Landschaftsplaner, die Partnerbetriebe von Natur im Garten sind. Also einfach bei den Partnerbetrieben bitte in Ihrer Region mal durchschauen, wer da mit dabei ist. Also wir haben wirklich viele, viele Partner in ganz Niederösterreich verteilt und auch in den anderen Bundesländern, die eben naturgerechte Gestaltungen planen und die sich auch mit der Friedhofgestaltung gut auskennen. Vielleicht darf ich da noch was einwerfen. Und zwar gibt es natürlich auch die Möglichkeit in Niederösterreich, dass man eben diese geförderten Gestaltungsberatungen für öffentliche Grünräume in Anspruch nimmt. Da kann man sich natürlich jederzeit anmelden zu einem Natur im Gartentelefon. Da wäre eben die Nummer, Sie sehen es hinter mir, 02742744333. Also da können Sie sich jederzeit für so eine Beratung anmelden. Das gilt eben für Niederösterreich. Gut, dann möchte ich noch eine weitere Umfrage starten. So. Gut, Sie müssen es jetzt sehen. Also wenn es in Ihrer Gemeinde am Friedhof auch da und dort naturnahe Bereiche gibt oder ob es diese überhaupt gibt. Das heißt, ja, es gibt ein paar wenige. Und wenn es welche gibt, bitte einfach in den Chat schreiben, ist das vielleicht eine kleine Blumenwiese oder ist das irgendwo ein zumindest kleiner Laubbaum. Also bitte einfach reinschreiben, falls es da wirklich naturnahe Bereiche gibt. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit anzukreuzen, ja, sehr viele oder nein, es gibt keine oder derzeit gibt es noch keine, aber für die Zukunft ist es sehr wünschenswert oder auch schon geplant. Also bitte, ich freue mich, wenn Sie an der Umfrage sich wieder beteiligen. Gut, und dann gebe ich wieder zurück an dich, Stefan, und bitte dich um deinen zweiten Teil. Ja, gerne. Warte, die Präsentation starten wir wieder. Ich starte schon, genau. Sollte laufen.
Jetzt sichtbar, ja. Wunderbar. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil, und zwar zur Gestaltung. Umgestaltungen sind ja gerade im Friedhof immer ein bisschen ein sensibles Thema und müssen eben wirklich entsprechend geplant und vor allem auch kommuniziert werden. Eben aufgrund der relativ langen Ruhezeiten in den Friedhöfen muss man eben da sehr, sehr vorschauend planen. Also Flächen, die man später mal braucht für die Implementierung von Gestaltungselementen, darf man eben nicht mehr neu belegen und muss man eben schauen, dass man die wirklich langfristig gesehen dann eben frei bekommt auf bestehenden Flächen. Ganz wichtig ist es eben, dass man bei der Planung wirklich die Bürger mit einbezieht. Und es ist auf alle Fälle so, dass man anfänglich eher mit einer Skepsis seitens eines Teils der Bevölkerung rechnen muss. Aber wenn man da wirklich schon einige kleine Verbesserungen hinsichtlich der Nutzungsqualität oder hinsichtlich der Bepflanzung umsetzt im Vorhinein, also das heißt, dass man entweder extensive Staudenflächen schafft oder gestaltete Sitzplätze integriert in die bestehende Fläche, dann schafft man wirklich eine hohe Akzeptanz unter der Bevölkerung und man bekommt wirklich durchaus auch einen Rückenwind, dass man eben größere Veränderungen wirklich dann umsetzen kann. Ganz wichtig, die Daniela hat es eh vorher schon erwähnt, ist eben wirklich auch schon bei der Planung die Natur im Garten-Kriterien berücksichtigen. Also unsere Kernkriterien sind Ihnen ja wahrscheinlich schon bekannt, die eben, wie gesagt, bei der Neuplanung unbedingt berücksichtigen. Man kann die wirklich aber auch auf bestehenden Friedhöfen umsetzen, wenn man eben die Pflege entsprechend adaptiert oder umstellt. Sinnvollerweise können und sollen auch diese Kernkriterien in die Friedhofsordnung mit aufgenommen werden, sodass sie wirklich auch für die privaten Gräber dann gelten. Ansonsten kann einem nämlich passieren, also dass dann wirklich ordentlich viel Gifte eingesetzt werden und auch Torf und so weiter, also was man eigentlich auf einem ökologisch gestalteten und gepflegten Friedhof nicht unbedingt haben möchte. So, nun kommen wir zum praktischen Teil meines Vortrages, wo ich Ihnen wirklich jetzt Beispiele vorstellen möchte, die Sie eben wirklich kurz-, mittel- oder langfristig auch auf bestehenden Friedhöfen umsetzen können. Beginnen möchte ich mit dem Gestaltungselement Pflanze. Also meines Erachtens sind Pflanzen wirklich das wichtigste Gestaltungselement auf einem ökologisch wertvoll gestalteten Friedhof. Wirklich erst eine abwechslungsreiche und vor allem eine vielfältige Bepflanzung schafft einen neuen Lebensraum eben für Nützlinge, für die Tiere und hat natürlich auch großes Potenzial, also dass man die Umwelt positiv damit beeinflusst. Durch den Einsatz von Pflanzen werden die Friedhöfe eben optisch enorm aufgewertet und natürlich auch die Nutzungsqualität für die Besucherinnen steigt dadurch wirklich, wirklich ganz enorm an. Natürlich kann man eben auch bei der Bepflanzung auch auf symbolträchtige Friedhofspflanzen schauen, also dass man die wirklich entsprechend auch mit einplant. Also da wären zum Beispiel Rosen, Efeu oder Wein zu erwähnen, also die wirklich auf keinem Friedhof fehlen sollten. Ich habe Ihnen hier einige Bilder mitgebracht, was man eben auf bestehenden Friedhöfen kurzfristig auch umsetzen kann, wenn man eben entsprechende Flächen zur Verfügung hat. Sie sehen hier ganz links eben die Begrünung der Friedhofsmauern mit entsprechenden Kletterpflanzen. Sie sehen hier den Efeu. Man kann aber natürlich auch Blütenpflanzen verwenden. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten oder die symbolträchtige Friedhofspflanze, die Rose oder Wein. Also man kann das wirklich sehr, sehr gut kombinieren. Und erhält so wirklich ein grüneres Gesamtbild und vor allem einen Lebensraum für viele Insekten und auch für viele Nützlinge. Daneben sehen Sie die begrünten Seitenwege. Das wird vielfach in Niederösterreich schon so gemacht, also dass eben Seitenwege, die nur eher selten begangen werden, wirklich gezielt begrünt werden. Da kann man eben unterschiedliche Rasenmischungen, also eher so Trockenrasenmischungen oder natürlich auch Kräuterrasenmischungen. Und es wird dann einfach bei Bedarf gemäht. Diese Mischungen, die ich jetzt erwähnt habe, sind eher sehr schwach wachsend. Also das heißt, die Mäharbeiten werden Sie da eher in Grenzen halten. Und sie erreichen zusätzlich immer wieder ein bisschen Kühlung durch diese Bepflanzung und es schaut optisch sehr, sehr entsprechend eigentlich aus. Daneben sehen Sie ein Bild von einem Wiesenelement oder von einer Blumenwiese, das man natürlich auch wunderbar in dem Friedhof integrieren kann. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für heimgefallene Gräber. Diese Freiflächen, die da entstanden sind, können eben mit Blumenwiesen oder mit Wiesenelementen begrünt werden. Das ist natürlich wieder ganz eine wunderbare Möglichkeit, eben für die Insekten Nahrung anzubieten.
Es wird aber auch ganz gern genutzt. Also für die Friedhofsbesucherinnen können sich da eben Blumen pflücken und dann in die Vase auf die Gräber stellen. Oder natürlich können in diese Flächen auch Gräber integriert werden. Also Sie sehen hier zum Beispiel Erdgräber. Man kann aber natürlich auch Urnengräber oder Gemeinschaftsgräber in solche Wiesenflächen integrieren. Ganz rechts sehen Sie eine Staudenfläche, eine extensive Staudenfläche. Das ist eine wunderbare Alternative zu Beeten, die Sie jetzt vielleicht noch mit Wechselflor gestalten. Die sind auch wieder sehr pflegeextensiv, also das heißt, man braucht kaum Gießen, wenn man die richtigen Pflanzen auswählt, und es ist lediglich das Verblühte weggeschnitten, und düngen braucht man diese Flächen eigentlich auch nicht. Auch in diese Flächen können eben wieder pflegefreie Gemeinschaftsgräber dann integriert werden. Kommen wir zu den größeren Elementen, die eher mittelfristig umsetzbar sind. Sie sehen hier ganz links und ganz rechts die Hecken. Hecken sind ein wunderbares Element, um eben große Friedhofsflächen in kleinere Trauerbereiche, würde ich es bezeichnen, zu gliedern. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, weil man eben in diesen kleineren Bereichen eben viel flexibler ist. Man kann eben flexibler reagieren, man kann neue Dinge schneller umsetzen, man kann Bereiche für unterschiedliche Glaubensgemeinschaften und so weiter schaffen. Wenn Sie entsprechend Platz haben, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie diese frei wachsenden Wildstrauchhecken verwenden, wie Sie sie links sehen. Die bieten eben die meiste Nahrung für unsere Nützlinge, eben mit Beeren, sie haben Blüten und so weiter. Das ist ein sehr lebendige Lebensräume. Ganz rechts eben die klassische Schnitthecke, eher für platzsparende Bereich, also platzsparende Möglichkeit, den Friedhof zu gliedern. Aber auch hier bitte keine Thujenhecken verwenden, sondern eben auf heimische Gehölzer zurückgreifen, wie jetzt eben Hainbuche oder Dirndlstrauch und so weiter. In der Mitte sehen Sie mein Lieblingsgestaltungselement für den ökologisch wertvollen Friedhof, nämlich den Baum. Es sollte im Prinzip auf unseren Friedhöfen unbedingt sollten Bäume gepflanzt werden, eben aufgrund des Klimawandels, damit wir eben wirklich schattige Bereiche haben. Bäume können ja sehr vielfältig verwendet werden, eben wie ich es schon erwähnt habe, als Bestattungsmöglichkeit, aber wirklich auch als optisch ansprechendes Gestaltungselement. Bei der Auswahl von den Bäumen unbedingt darauf achten, also dass die zum einen nicht zu groß werden und dass sie auch standortgerecht sind. Da gibt es eine ganz tolle Hilfe von Natur im Garten. Und zwar haben wir da ein Baumportal ins Leben gerufen. Das finden Sie unter willbaumhaben.at. Und da können Sie eben wirklich für Ihren Standort den idealen Baum dann auswählen. Ich habe Ihnen hier auch eine Visualisierung angefertigt, wie im Prinzip eine Fläche durch den gezielten Einsatz von Pflanzen eben aufgewertet werden kann. Also Sie sehen hier links einen extrem breiten und kargen Hauptweg eines Friedhofs. Wenn man den eben entsprechend mit Bepflanzung aufwertet, also das heißt durch den Einsatz von kleingrundigen Bäumen und von extensiven Staudenflächen, dann entsteht hier wirklich ein ganz wertvoller und lebendiger Lebensraum, auf dem man sich natürlich auch gerne aufhält. Man hat hier entsprechend beschattete Sitzmöglichkeiten und kann aber zusätzlich auch in diese Pflanzflächen wieder Urnengräber integrieren. So bekommen Sie eben durch diese Friedhofsgebühren wieder einen Teil der Investitionskosten dann herein. Die nächsten Gestaltungselemente, die ich Ihnen kurz anreißen möchte, sind die sehr, sehr symbolträchtige Gestaltungselemente, eben Wasser und Gestein. In diesen Flächen finden eben spezialisierte Tier- und Pflanzenarten Nahrung und auch Unterschlupf quasi. Wasser ist ja der Quell des Lebens und der Stein ist das Symbol der Ewigkeit, also das heißt der Beständigkeit, und daher passen die beide sehr, sehr gut auf den Friedhof. Kurzfristig umsetzbar werden eben verschiedenste Möglichkeiten, also Sie sehen hier links diese Gabionen, die eben auch durchaus in Kombination mit Nützlingsunterkünften, wie Sie es hier in der Mitte sehen. Also Sie haben hier Nützlingsunterkünfte eingebaut. Die kann man durchaus als Gestaltungselement irgendwo auf Sitzplätze oder auf zentrale Plätze stellen oder auch zur Hangsicherung und so weiter verwenden. Beim Gestein oder beim Stein selber ist es extrem wichtig, dass das immer in Kombination mit Pflanzen umgesetzt wird. Nur dann macht es Sinn und nur dann wird es wirklich auch ein lebendiger und ein spannender Lebensraum. In der Mitte, wenn Sie unten schauen, sehen Sie eine Fläche für Versickerung von Regenwasser, auch hier wieder in Kombination mit Pflanze. Und ganz rechts, das wäre ein Gemeinschaftsgrab, also das sind einfach mehrere Urnengräber in einem gemeinschaftlich angelegten Beet integriert, das eben eher so als Steingarten quasi angelegt wurde.
mittelfristig umsetzbar wäre in der Mitte auf alle Fälle die Natursteinmauern. Also Sie sehen hier eine Steinmauer, die auch wieder in Kombination mit einer entsprechenden Bepflanzung angelegt wurde. Ganz ein wertvoller Lebensraum für Eidechsen zum Beispiel. Und diese Steinmauern dienen eben großteils eben als Hangabstützung, können aber natürlich auch eine Alternative zur klassischen Friedhofsmauer sein. Rechts haben Sie die Möglichkeit, wie man eben das Element Wasser eher platzsparend in den Friedhof integrieren kann, eben in Form von einem Brunnen oder natürlich auch Wasserspender und Wassersäulen und so weiter kann man da wirklich wunderbar integrieren. Diese Wasserelemente sind zusätzlich auch eine Tränke für Vögel und für Insekten, also haben auch einen weiteren Nutzen. Ganz links eben was Altes Wertvolles, also Sie sehen hier diesen Wasserspender, der aber gleichzeitig auch als Schöpfstelle für Gießwasser genutzt wird. Auch sowas, wenn Sie solche Schätze noch am Friedhof haben, also wirklich unbedingt für die Nachwelt erhalten. Also das ist was ganz was Wertvolles. Hier sehen Sie eher langfristig umsetzbare Möglichkeiten. Und zwar sind das Möglichkeiten, die in der modernen Friedhofsgestaltung sehr, sehr häufig vorkommen. Und zwar vor allem diese Teiche, wie Sie es hier links und rechts sehen, die werden sehr häufig in Kombination mit einer Brücke angelegt. Und zwar die Brücke symbolisiert ja den Weg vom Diesseits ins Jenseits und ist da eben von der Symbolik her ganz ein tolles Element. Auch in der Mitte diesen Wasserlauf, also das ist auch von einer neuen Friedhofsgestaltung, der schlängelt sich eben so durchs Gelände und symbolisiert auch wieder den Weg von der Geburt, also von der Quelle bis zur Mündung, bis zum Tod. Also das sind sehr symbolträchtige Elemente, die man da umsetzen kann. So, wir kommen jetzt schon zu den Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzungsqualität. Und zwar, was kann man eben kurzfristig machen, also damit einfach die Leute lieber auf den Friedhof gehen, damit sie sich wirklich dort aufhalten können, damit sie das Ganze auch wirklich als Naherholungsfläche durchaus auch nutzen können. Und zwar habe ich Ihnen da links ein Symbolbild von einem Wasserspender mitgebracht. Also man hat ja auf den meisten Friedhöfen wirklich Trinkwasseranschlüsse und eben durch so einfache Wasserspender kann man natürlich schon einmal die Besucher mit Trinkwasser versorgen. Das ist natürlich auch für ältere Leute sehr, sehr wichtig. In der Mitte entsprechende Schöpfflächen für Gießwasser, also wirklich auch im Gelände genügend davon aufstellen, damit eben die älteren Leute vor allem nicht unbedingt die schweren Gießkanne durch das ganze Gelände schleppen müssen. Ganz rechts haben Sie eine Bank als Symbolik für Sitzplätze. Wichtig ist, wenn Sie Bänke aufstellen, so aufstellen, also dass sie womöglich beschattet sind, aber auch, dass der Rücken geschützt ist. Also das heißt, dass sie nicht irgendwo mitten im Gelände stehen, sondern dass der Rücken geschützt ist, weil nur dann werden die wirklich gut genutzt. Man kann zusätzlich auch noch mobile Sitzgelegenheiten anbieten. Das wird auch auf vielen Friedhöfen gemacht. Vor allem für ältere Leute, die trauern möchten, können dann diese einzelnen Sesseln oder Sitzplätze wirklich zum Grab mitgenommen werden, wo man sie dann eben hinsetzen kann und entsprechend auch trauern kann. Ne? Mittelfristig umsetzbar wären eben wirklich gestaltete Sitzplätze. Das ist jetzt die Weiterentwicklung des klassischen Bankerls. Sie sehen es hier links und in der Mitte. Da ist es eben wichtig, dass das eher entweder auf zentralen Plätzen gemacht wird oder auf Plätzen, wo man besonders gute Aussicht hat oder wo man ein spannendes Gestaltungselement hat. Und auch der Rahmen dieses Sitzplatzes soll irgendwie interessant gestaltet werden. Also das heißt mit einer entsprechenden Bepflanzung, dass man sich wirklich doch gerne aufhält und dass man sich auch treffen kann mit anderen Leuten, dass man sich austauschen kann. Das ist nämlich in der Trauerarbeit ganz, ganz wichtig, dass man eben jemanden zum Sprechen hat. Und da ist eben der Friedhof wirklich der Platz, wo man das machen sollte und auch machen kann. Sie haben hier ganz rechts dann noch eine weitere Möglichkeit, und zwar einen Meditationsbereich. Der ist jetzt im Gegensatz zu den Sitzplätzen eher auf ruhigeren Bereichen des Friedhofs angesiedelt und sollte auch gestalterisch ein bisschen abgeschieden sein. Also man sieht, sie ist nicht ganz gut, aber das ist zum Beispiel hier eine Pergola, die eben mit Blauregen noch bepflanzt ist. Also das schafft wirklich ein bisschen an einen abgeschiedenen Raum, wo man eben wirklich auch seine Gefühle freien Lauf lassen kann und eben sich entsprechend zurückziehen kann, wenn man das auch möchte. Wir haben hier noch die eher langfristig umsetzbaren Möglichkeiten. Und zwar geht es dann noch um die Platzgestaltung.
Und zwar ist es so, dass eben ansprechend gestaltete zentrale Plätze wirklich eine Visitenkarte eines ökologisch gestalteten Friedhofs werden und auch sein sollten. Wichtig bei der Platzgestaltung ist es natürlich, dass man zum einen nicht auf den Schatten vergisst, also entsprechende Bäume mit einplanen, zum anderen Sitzplätze mit einplanen. Und meist auch wirklich ist auch ein interessantes Gestaltungselement in der Mitte vorhanden. Also das können natürlich religiöse Elemente sein oder natürlich auch so, wie Sie es hier sehen, also Steinelemente oder Quellsteine oder ähnliches. Oder natürlich auch mit der Bodengestaltung kann man sich da entsprechend spiegeln, also dass man den besonders interessant und spannend dann gestaltet. Danke, Stefan. Bitte gern. Also ich finde, es ist ja wirklich faszinierend, was es für Möglichkeiten gibt, was man eigentlich alles machen kann. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass in Zukunft unsere Friedhöfe ein bisschen attraktiver werden. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Umfrage, möchte kurz vorlesen. Also in 20% der teilnehmenden Gemeinden gibt es am Friedhof auch naturnahe Bereiche. In 12% gibt es sogar sehr viele, also da gibt es schon sehr ökologische Friedhöfe auch, die heute mit dabei sind, also wo Teilnehmer heute mit dabei sind. 33% sagen nein, es gibt noch keine solche naturnahen Bereiche und 33% wünschen sich es auch für die Zukunft. Und im Chat haben schon sehr viele Teilnehmer auch reingeschrieben, welche Elemente das sehen. Also da gibt es Blumenwiesenelemente, es gibt Bäume in Erlangen, gibt es einen sehr, sehr schönen Friedhof, zumindest laut Chat. Ich glaube, Stefan, da werden wir mal eine Exkursion hinmachen. Ja, und jetzt haben wir einen Interviewpartner zu Gast. Es gibt nämlich eine Gemeinde, das ist die Gemeinde Prinzessdorf, die wirklich einen Vorzeigefriedhof hat. Und hier haben wir heute zu Gast Herrn Bürgermeister Ingenieur Rudolf Schütz. Ja, hier ist auch schon wunderbar. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, früher war ja der Friedhof in Prinzessdorf auch so ein klassischer, auf Erdbestattung konzipierter Friedhof. Und dann gab es aber schrittweise Erweiterungen, die sehr kreativ waren. Und ich möchte Sie gerne fragen, was hat Sie dazu bewegt, da wirklich neue Wege zu gehen? Was war Ihre Motivation dafür, das ein bisschen anders zu machen? Sehr gerne, schönen Vormittag aus Prinzessdorf. Danke natürlich auch für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Hört man das gut? Ein bisschen leise ist es. Ein bisschen leise. Wenn Sie es lauter sprechen könnten, wäre es angenehmer. Für das da das Headset funktioniert. Also man hört sie, aber man hört sie eher leise. Okay. Könnte sein. Jetzt hört man nichts mehr. Sagen Sie noch mal was bitte? Jetzt ist der Ton weg. Es kann sein, wenn Sie jetzt irgendwie was ausgesteckt haben und wieder neu einstecken, dass es dann möglicherweise nicht funktioniert. Na, jetzt hören wir nichts mehr. Vielleicht machen wir es so, dass wir, es sind nämlich noch Fragen im Chat und dann würde ich vorher dem Stefan noch die Fragen stellen und Sie steigen nochmal aus und nochmal neu ein und nach dem, also und zwischendurch bitte nichts mehr umstecken, weil dann kann es eben passieren, dass der Ton weg ist. Machen wir das so? Ein Daumen oben oder Daumen unten? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie mich überhaupt hören. Hören Sie mich? Ja, dann machen wir das so mit Aussteigen und neu einsteigen und ich stelle in der Zwischenzeit dem Stefan die Fragen und dann sind Sie zwischenzeitlich dann wieder da. Stefan, bist du da? Stefan? Ja? Ich bin da, ja. Du hast die Fragen? Ja, sowas kann passieren. Wenn man auf die Technik angewiesen ist, können immer wieder hoppalas passieren. Im Chat sind zwei Fragen aufgetaucht und zwar... war mal die Frage, was sind die Alternativen zu chemischen Düngern? Ich bin nicht sicher, ob mit der Frage eigentlich Pflanzenschutzmittel gemeint gewesen wären. Also manche Landwirte unserer Gemeinde haben hier Sorge, wenn wir Natur-im-Garten-Gemeinde werden.
Natürlich steht einem, auch als Natur- im Gartengemeinde, stehen einem gewisse Hilfsmittel zur Verfügung. Also das heißt, man kann wirklich auch als Natur- im Gartengemeinde das ganze Portfolio an biologischen Pflanzenschutzmitteln verwenden, das einem auch im Biolandbau zur Verfügung steht. Also das heißt, man hat natürlich auch Maßnahmen und Möglichkeiten, wie man eben wirklich im Bedarfsfall da reagieren kann. Und dann gibt es noch eine Frage zu Blumenwiesenflächen. Und zwar ist da die Frage, ob die nicht eher auf Ablehnung stoßen, weil Grabbesitzer manchmal Angst haben vor Samenflug. Was sagst du da dazu? Was hast du für Erfahrungen? Würde ich eher nicht bejahen. Also das heißt, wenn man sie entsprechend einsetzt, also das heißt, wenn einem das nicht gefällt, dass man es mitten in die Grabfelder hineinsetzt auf heimgefallenen Gräbern und eher auf Randbereichen anlegt, also dann ist es sicher kein Problem mit dem Samenflug. Beziehungsweise die werden ja auch zweimal gemäht im Jahr, die Blumenwiesen. Und das heißt, das erste Mal oder der erste Mähzeitpunkt ist eigentlich nach der Hauptblüte und dann ist es eigentlich sicher kein Problem mit dem Samenflug. Und wenn es richtig gutes Blumenwiesen-Saatgut ist, kann ich mir gut vorstellen, dass auch nichts dagegen spricht, wenn im Grab dann vielleicht einmal irgendwo eine Glockenblume oder eine Margarite auftaucht. Also bei Unkräutern natürlich ist das ein Thema. Bei Samenunkräutern wäre es ein Problem, aber das wollen wir ja nicht fördern am Friedhof. Also dass man jetzt eine Samenunkrautfläche quasi gestalten oder planen möchte. Genau, unser Ziel sind ja regional heimische Blumenwiesen und Blühwiesenflächen. Genau. Gut, Herr Bürgermeister, Sie sind wieder da. Ja, ich höre Sie sehr gut. Hören Sie es jetzt besser? Ich höre Sie sehr gut. Ja, und wir hören Sie auch. Sehr gut. Wir kriegen das hin, wunderbar. Genau, irgendwo war da. Soll ich die Frage nochmal stellen? Ich habe sie im Kopf, ja. Ja, okay. Also, gut. Kann gerne einsteigen, ja. Also, schönen Vormittag aus Prinzersdorf. Unsere Ausgangssituation war folgende. Wir haben 1963 einen klassischen Erdbestattungsfriedhof errichtet, der dann sukzessive gewachsen ist. 2009, also vor gut 10 Jahren, haben wir dann eine Sanierung der Aufbahrungshalle plus erstmalig Urnengräber errichtet. Das sind also klassische Betonnischengräber geworden damals, 39 Stück. Und die sind in kurzer Zeit, nach 6, 7 Jahren, quasi alle belegt gewesen, weil wir bei uns klar den Trend zur Urnenbestattung feststellen. Also es ist mittlerweile so, dass in der Regel mehr als die Hälfte der Bestattungen jährlich als Urnenbestattung stattfinden. Natürlich nützen Erdgrabeneigentümer das Erdgrab auch für die Urnenbestattung, aber die noch kein Grab in der Gemeinde haben, haben eben das Bedürfnis nach einer ordentlichen Urnengrabstätte. Und wir hatten dann auch 2017 schon einen fertigen Plan für eine Erweiterung, wie damals, dass eine Fertigteilwand entlang der Friedhofsmauer aufgestellt wird und dort 78 Betonnischen, Urnengräber gemacht werden sollten. Kostenpunkt damals 240.000 Euro die Schätzung, mit allem drum und dran, mit einem kleinen Platz davor. Und was ist dividiert durch 78 eine sehr aufwendige Bestattungsform ist, auch finanziell aufwendige Bestattung für die Gemeinde als Errichter. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir genau bei dieser, so wie heute, Natur im Garten Veranstaltung im Herbst 2017 müsste das gewesen sein, in Kirchberg am Wagram waren, mit unserem Gärtnermeister, der auch Gemeinderat ist und der auch unser Totengräber ist, also gerade eine zufällige Kombination, und haben in Kirchberg am Wagram bei der Veranstaltung dann verschiedene Friedhofsprojekte vorgestellt bekommen. Und wir waren damals sehr von den vielen Möglichkeiten, so wie es der Stefan jetzt auch gezeigt hat, sehr inspiriert und sind heimgefahren und haben einfach das Ganze noch einmal neu gedacht. Ich will es nicht zu lange antworten, aber es ist einfach wichtig, um es nachzuvollziehen. Und unser nächster Schritt war dann, wir haben uns eine Beratung über Natur im Garten organisiert und haben quasi den Friedhof, unser Gelände, das wir dort haben, quasi noch einmal von außenstehenden Augen betrachten lassen und gleichzeitig auch unsere Ortsplaner, die Architekten Beneder Fischer, eingeladen, sich hier mit dem Thema neue Bestattungsformen, Friedhofserweiterung auseinanderzusetzen.
Und dann sind viele, viele Bereiche entstanden. Also es ist genau. Sogar ein Stück Teil des Friedhofs, es gibt Wiesenbereiche, es gibt Naturhecken, es gibt eine Trockensteinmauer, es gibt Wasserelemente. Also wollen Sie da ein bisschen noch darüber erzählen, also über diese Elemente oder was, Sehr gerne. Die Zuhörer sehen ja jetzt auch den Plan eingeblendet im Hintergrund. Ja. Genau, also Sie sehen also im Zentralen auf dem Plan eben diese Erdgräber. Und wir haben dann 3, 4 neue Bereiche schaffen können. Das eine ist also, entlang einer Trockensteinmauer wurden zugeordnete Wiesenurnengräber angelegt mit Naturwiese, so wie es also jetzt gerade auch in der Frage besprochen worden ist. Hier haben wir jetzt Platz für 116 Grabstellen. Das sind klassische Familiengräber, das heißt, der Grabnutzer bekommt einen zugewiesenen Platz und hat dort durch das, dass es verrottbare Urnen sind, quasi unendliche Bestattungsmöglichkeit. Eigentlich besser wie bei einem normalen Erdgrab, weil das normale Erdgrab wird auch nach 4 oder 6 Bestattungen maximal voll sein. Das war der erste Platz, wo jemand, der jetzt nicht im Wald begraben werden möchte. Die Bedürfnisse sind ja sehr unterschiedlich, wie man dann in den Gesprächen merkt. Also dann habe ich quasi einen Grabplatz, wo ich davor stehe und weiß, dort sind meine Angehörigen mit Namenstafel einheitlich auf einem Friedhofsplatz. Die zweite Variante ist dann eine Waldbestattung. Wir hatten das Glück, dass wir angrenzend einen Waldbaumbestand, einen schönen Mischwald haben. Da ist also schon Jahre davor irgendwo eine Aufpflanzung erfolgt, die jetzt schon sehr schöne Bäume sind. Haben wir auch deswegen gemacht, weil wir in der Gegend einen privaten Waldfriedhofbetreiber haben und wir haben es gemerkt, dass der eine oder andere überlegt, dass er sich dort weg von der Gemeinde, wo er wohnt, um einen Waldbestattungsplatz umsieht, um quasi auch hinterher niemanden mehr einen Aufwand zu machen. Und dort nutzen wir eben diese Bäume. Zusätzlich sind dann so Steinmengalithe auch reingekommen und haben dort, würde fast sagen, ausgesorgt für ganz lange Zeit, weil das quasi von der Kapazität kann man sich das so vorstellen, dass rund um jeden Baum, der auch theoretisch als Familiengrabstätte genutzt werden kann, 8 Bestattungsplätze sind, genau definiert, und dass auch im Wald der Bestattungsplatz, der genommen wird, nach 10 Jahren, nach erfolgter Totenruhe, quasi auch wiederbelegt werden kann. Ja. Und für den Waldbereich, der so ausgelegt ist, dass es jetzt kein Spazierweg ist, dass dort Unruhe herrscht, sondern quasi als One-Way-Zugang gemacht worden ist, wo sehr wohl Zutrittsmöglichkeit da ist für die Angehörigen, aber jetzt nicht der Sonntagsspaziergang stattfinden soll, gibt's vorgelagert einen Andachtsplatz, wo man die Namensschilder für jene, die im Wald bestattet sind, angebracht hat, entlang eines Seerosenteiches, damit eben der bestattete Angehörige auch zugeordnet und auffindbar ist, auch für jemanden, der vielleicht nur einmal im Jahr vorbeikommt und sucht hier einen ehemaligen Bekannten. Also das ist der Platz 2, und das ist nicht zu lange mach. Zusätzlich gibt es dann noch ein Gemeindegrab in diesem Wald- und Wiesenbereich, wo wir auch aufgelassene sterbliche Überreste von Erdgrabstellen beisetzen können dann für die Ewigkeit. Aber so ein Grundprinzip, das ist mir wichtig zu erwähnen, ist einfach, dass es hier auch um das Prinzip der Vergänglichkeit geht, dass die Bestattung dann, dass der Betreffende seinen ewigen Platz und seine ewige Ruhe gefunden hat, weil, und das ist aus meiner Sicht der größte Nachteil bei diesen Fertigteilbetonwänden, irgendwem, den Angehörigen in der dritten Generation danach, fällt dann wahrscheinlich die Entscheidung, lasse ich das Grab auf, wer zahlt dann die nächsten 10 Jahre weiter?
Das heißt, es ist auch so eine moralische oder emotionale Sache dabei. Und dann müsste die Gemeinde als Friedhofsbetreiber quasi die sterblichen Überreste dann irgendwo, ich sage es jetzt eher pietätlos, irgendwo entsorgen, nicht? Oder da, und dafür haben wir jetzt, also nicht im Sinne der Entsorgung, sondern der würdevollen Beisetzung für diese Fälle dann dieses Gemeindegrab gemacht. Und mit den neuen Bestattungsmöglichkeiten fällt das weg, weil die verrottbare Urne, die wird dort nie wieder rauskommen. Und das entspricht auch dem Prinzip der Bischofskonferenz, die ja sagt, dass quasi alle sterblichen Überreste quasi begraben werden sollen, um in den Naturkreislauf zurückzukommen. Genau. Vielen Dank. Ja, ich finde, das war jetzt ein wichtiger Denkanstoß, auch ein bisschen, weil ja schon so im Moment der Trend so ist zu diesen eben Urnenwänden, Kolumbarien, weil es halt im ersten Moment vielleicht eine schnelle Lösung ist. Aber so auf langfristig betrachtet, so wie Sie das jetzt beschreiben, ist es vielleicht gut, auch zusätzlich nochmal anders eben zu denken. Also danke für diesen Input. Und mich würde dann noch interessieren, also Sie sagen ja, viele Bürgerinnen und Bürger suchen auch wirklich danach, nach diesen alternativen Bestattungsformen. Aber gibt es auch Kritiker, also gibt es auch negative Rückmeldungen, Menschen, denen das gar nicht gefällt? Und auch, wenn Sie diese Umgestaltungen oder wie Sie die gemacht haben, haben Sie die Bürger mit eingebunden? Waren die da involviert? Ja, in unterschiedlicher Form. Also zum einen, für die Kritiker haben wir ja andere Möglichkeiten. Das heißt, es gibt ja ausreichend Erdgrabstellen. Es gibt auch theoretisch die Erweiterungsmöglichkeit für Erdgräber. Das heißt, es wird niemand zwangsbeglückt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Natürlich gibt es diejenigen, das kennen Sie am besten von Ihrer Tätigkeit, die für die der englische Rasen die Ordnung und das Nonplusultra im Grünraum ist, weil das kann man halt regelmäßig pflegen. Aber der Großteil und vor allem die Jugend, aber auch nicht nur da, denen der Zugang für die Natürlichkeit, für die Wildhecken und für die Blumenwiese, also das kommt sehr gut an. Und wir haben dann auch, weil Sie sagen, eingebunden. Wir haben zu mehreren Arbeitstätigkeiten die Vereine, die Gemeinderäte und auch Einzelne, wo wir wussten, die haben da Interesse eingeladen. Und es hat dann an zwei, drei Samstagen eben zum einen die Waldrodungsaktion gegeben, sprich also, dass der Wald aus dem Unterholz befreit worden ist, dass quasi dort, wo die Bestattungsbäume sind, das in einer gewissen, dass das halt gepflegt ist. Und auch bei der ganzen Bepflanzung, wir haben ja sehr viele Wildgehölze, ich glaube 150 Sträucher oder mehr ausgesetzt, da waren dann auch die Bürger mit eingebunden und haben das in Arbeitseinsätzen aufgepflanzt. Und das ist einfach ganz nett, weil es einfach eine Identifikation schafft dafür. Ja, vielen Dank, dass Sie uns da jetzt Einblick gewährt haben. Der Andreas Steinert schreibt schon im Chat, Prinzersdorf ist wirklich eine Reise wert. Das finde ich auch. Also ich denke, jeder, der sich das anschauen will, ist auch von Ihnen herzlich eingeladen. Und Sie haben im Vorhinein schon gesagt, es gibt auch eine Homepage. Möchten Sie das noch sagen, wo das zu finden sein wird auch in Zukunft? Ja, sehr gerne. Also wer jetzt bei den Gemeinden in die Richtung überlegt, Sie finden eine sehr gute Beschreibung. Ich habe es jetzt in der Kürze die vielen Randbereiche auch erläutert. Sie finden das zum einen auf der Homepage benedafischer.at. Das sind unsere Architekten, die das geplant haben. Die auch, das ist mir wichtig auch zu sagen, die sehr viel von der Beratung auch von Natur im Garten mit einfließen haben lassen. Ja, diese ganzen Wildgehölze und Pflanzenarten wurden eben reingeholt. Und Sie finden es auch auf der Homepage von Nextrum.at beziehungsweise von Orte Architekturnetzwerk Niederösterreich. Da hatten wir zum Beispiel auch jetzt im Herbst eine Begehung, wo Interessierten dann diese unterschiedlichen Bereiche des Friedhofs eben näher gebracht worden ist. Also und mit diesen Links kann man sich gut nähere Informationen.
Ja, wunderbar. Mhm. Wenn Sie möchten, dürfen Sie auch gerne diese Links dann noch im Chat schreiben, damit die Teilnehmer auch direkt draufklicken können. Und falls Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich Sie auch bitten, vielleicht im Chat den oberen Bereich noch durchzuschauen, falls die eine oder andere Frage noch aufgetaucht ist bezüglich Prinzersdorf oder in den nächsten paar Minuten noch auftaucht, dass Sie die vielleicht, wenn Sie noch Zeit haben, im Chat die noch beantworten. Ja, sehr gerne. Und danke ich Ihnen recht herzlich für diesen wunderbaren Einblick und schicke ganz liebe Grüße nach Prinzersdorf. Vielen Dank. Danke sehr. Ich möchte den Dank zurückgeben, weil wir sind auch vom Herrn Steinert und auch von Ihren Beratern wirklich hervorragend betreut worden. Und das war auch der Schlüssel, weil es natürlich eine Überzeugungsarbeit war. Nicht? Die Betonwände sind bekannt und haben eine gewisse Ordnung. Und es gibt natürlich hier, also es hätte nichts dagegen gesprochen. Und mit diesen vielen Schritten und vor allem mit der Idee, war es dann möglich, dass wir nochmal ganz was anderes gemacht haben. Und jetzt sage ich das für die Gemeindevertreter. Wir haben jetzt ein bisschen mehr investiert, weil wir mehr haben, weil wir einen Waldfriedhof zusätzlich haben. Aber im Endeffekt sind wir jetzt bei 280.000 Euro gelandet und haben, ich sage, 1.000 Bestattungsplätze im Vergleich zu 78. Wir haben in Wahrheit mehr. Also wenn man hier auch diese Nachhaltigkeit, Natur, zurück zum Ursprung quasi auf die tatsächliche Zurückführung in die Erde geht, dann hat das mehrere Komponenten und für die Gemeinden ist ja auch die Wirtschaftlichkeit dann das Thema. Also danke nochmal an das Team Natur im Garten. Vielen, vielen Dank. Gut, Stefan, dann gebe ich gleich direkt an dich weiter, weil wir sind jetzt schon ein bisschen im Verzug, wir haben uns ein bisschen vertratscht. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir ein paar Minuten überziehen. Ja. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich möchte Ihnen aber noch. So. Sieht man die Präsentation? Na, warte mal, ich probiere es mal für die zu öffnen. Jetzt. Genau, und zwar möchte ich jetzt fortführen, also mit den zukünftigen Anforderungen, mit Ideen für Gemeinschaftsgräber, für Themengräber und für Urnengräber. Also wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, beziehungsweise auch der Herr Bürgermeister bestätigt hat, also steigen ja wirklich die Zahlen der Urnenbestattung stetig und dafür braucht man eben entsprechende Beisetzungsmöglichkeiten. Hier in den nächsten Minuten möchte ich Ihnen dann wirklich einige Alternativen vorstellen, die man wirklich zu den klassischen Kolumbarien dann eben umsetzen kann. Also als einfachste Variante möchte ich Ihnen einfach die Richtung von kleinen Urnen-Erdgräbern ans Herz legen. Also die sehen Sie links oder in der Mitte. Das ist im Prinzip wie klassische Erdgräber, aber nur halt viel kleiner. Die haben eben den Vorteil, dass eben zum einen die Errichtung der Grabmäler kostengünstiger ist, weil sie eben kleiner sind und auch die Pflege für die Angehörigen ist eben entsprechend weniger aufwendig, weil die Flächen eben viel kleiner sind. Sie sehen hier rechts eine weitere Möglichkeit, die auch sehr rasch und einfach umsetzbar ist, auf Freiflächen. Und zwar sind das sogenannte Urnenhaine. Das kann man zum Beispiel in Kooperation mit einem ortsansässigen Steinmetz machen, dass man einfach so gleichartige Grabmäler aufstellt, zum Beispiel rund um einen Baum oder entlang eines Weges oder in ein gepflanztes Staudenbeet oder in eine Wiese. Und so schafft man eben dann wirklich pflegearme oder pflegefreie Beisetzungsmöglichkeiten für Urnen, die aber durchaus auch optisch ansprechend sind. Mittelfristig umsetzbar, also das sind einfach Möglichkeiten, wo man jetzt ein bisschen Freiraum hat, um sowas umzusetzen. Und zwar ist es ja so, dass in den letzten Jahren eben vor allem die speziellen Themengräber oder auch die Gemeinschaftsgräber immer häufiger angefragt und auch genutzt werden. Dazu trägt vor allem bei, dass eben die Grabpflege bei den fertig bepflanzten Konzepten wirklich wegfällt. Ein weiterer Vorteil ist, dass vor allem bei single-lebenden Menschen, die vorsorgen möchten oder auch für Menschen, die ihre Nachkommen nicht mit der Grabpflege zur Last fallen möchten, eben da wirklich fertige Konzepte zur Verfügung stehen. Die Pflege von diesen Konzepten übernimmt eben entweder die Gemeinde oder der Friedhofserhalter oder natürlich auch ein örtlicher Gärtner. Die Pflege kann man natürlich vertraglich zusichern und kann entweder im Vorhinein bezahlt werden oder entsprechend dann auch jährlich, wie man sich das dann eben vereinbart.
Wie gesagt, diese Gemeinschaftsgräber oder Gräber bei Gestaltungselementen sind im Vergleich zu den Kolumbarien wirklich extrem kostengünstig. Hier sehen Sie zum Beispiel diese Gemeinschaftsgrabflächen in Beetform auf dem Foto, also ganz links. Das sind eben wirklich gestaltete Beete, die kann man zu verschiedensten Themen gestalten. Also Sie sehen hier einfach Staudenbepflanzung mit kleinen Gehölzen. Und die Urnengräber sind dann rundherum quasi eingelassen. Sie sehen es hier rechts, die werden einfach mit einer Platte dann beschriftet, also welcher Verstorbener da beerdigt wurde. Es ist auch ein kleiner Platz, also wo man eben persönliche Dinge hinstellen kann, wie jetzt kleine Pflanzen oder auch Kerzen. Einfach ist es wichtig, um die Trauerarbeit zu leisten, dass man eben wirklich auch kleine Dinge da irgendwo abstellen kann. Ne? Nun kommen wir auch schon zu den Gemeinschaftsgrabflächen bei den Gestaltungselementen. Ich habe sie schon einige Male erwähnt, also der Baum als Grabstätte, Sie sehen sie links. Das ist sogar eine bepflanzte Baumscheibe und auch hier rings rundherum wieder die Urnengräber integriert. Eine wunderbare Bestattungsfläche, die wirklich auch pflegefrei ist und optisch sehr ansprechend ist und ökologisch auch noch sehr wertvoll ist. In der Mitte sehen Sie eben die Rose in Beetform, also auch hier eine Naturbestattungsanlage. Sie sehen hier, die Grabsteine sind einfach aus Findlingen ausgeführt, wo dann eben entsprechende Plaketten mit dem Namen und auch mit einem Foto des Verstorbenen angebracht wird. Auch pflegefrei und optisch sehr, sehr ansprechend. Ganz rechts haben Sie eine Möglichkeit, um wirklich auch besonders schützenswerte und schöne, kulturell interessante Elemente zu erhalten und die auch zu renovieren. Also wenn Sie eben solche Grabmäler haben, die dem Verfall preisgegeben wurden, kann man die natürlich auch als Friedhofsverwaltung restaurieren, renovieren und dann entsprechend als Themengrab anbieten. Das heißt, man nimmt die Inschrift, die vorne montiert ist, also die ursprüngliche, montiert man auf die Rückseite und gibt dann eben die Plaketten der Verstorbenen vorne rein. Die Grabfläche selber kann natürlich auch wieder entsprechend gestaltet werden mit Rosen oder mit Stauden und man bringt 6 bis 8 Urnen ohne weiteres unter in seiner großen Grabfläche. Und man hat natürlich den Vorteil, dass man eben diese wertvollen Monumente wirklich als lebendiges Museum auch erhält und die Restaurierung wieder im Rahmen der Grabgebühren quasi wieder zurückbekommt. Ja. Die nächste Entwicklungsstufe an Friedhöfen kann eben die Anlage von Themenbereichen oder Themengräber sein. Also Sie sehen hier ganz rechts ein Beispiel aus Deutschland, das sind die Gärten der Bestattung. Das sind jetzt wirklich gestaltete Gärten, hier zum Beispiel ein mediterran anmutender Garten, in dem eben Erdgräber und Urnengräber integriert wurden. Also das ist eine ganz tolle Variante und da steht wirklich auch jetzt neben der Funktion als Ort der Trauer und als Ort des Abschieds wirklich auch die Funktion als Naherholungsgebiet im Fokus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Ganz links ein Beispiel auch aus Niederösterreich. Das ist eine neu gestaltete Fläche in Ravelsbach in Niederösterreich. Da wurde die Erweiterungsfläche als parkähnliche Landschaft gestaltet, also mit Sitzplätzen, mit Trockensteinmauern, mit Pflanzflächen. Und auch hier können und sollen dann später in diese Pflanzflächen Urnengräber integriert werden. In der Mitte haben Sie hier eine relativ kostengünstige Variante, wie man sowas auch umsetzen kann. Und zwar ist das eben die symbolträchtige Pflanze Wein. Der wurde hier in einem Kreis gepflanzt. Also man kann sich das als großen Kreis vorstellen. Und der Weinstock selber dient hier wirklich als lebendiges Grabmal. Und die Urnen werden eben an den Wurzeln des Weinstockes beigesetzt. Das ist auch eine ganz einfache und wirkungsvolle Möglichkeit. Abschließend noch einen kurzen Exkurs zu den anderen Glaubensgemeinschaften. Also das heißt, wenn es bei Ihnen in der Gemeinde oder in größeren Städten Bedarf gibt an Grabstätten für unterschiedliche religiöse Gemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften, dann ist es eben sinnvoll, dass man das in abgetrennten Bereichen macht, weil es da eben sehr, sehr unterschiedliche Ansprüche hinsichtlich der Ruhefristen, hinsichtlich der Ausrichtung der Gräber und so weiter gibt. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mitgebracht. Also hier links jüdischer Friedhof, also da, der besteht ja auf Ewigkeiten, also das heißt, das Grab gehört dem Verstorbenen auf ewige Zeiten.
ganz recht muslimischer Glaube. Also da gibt es eben spezielle Ansprüche hinsichtlich der Ausrichtung der Gräber. Und in der Mitte natürlich auch ein christlicher Bereich, vor allem in Zeiten der zunehmenden Säkularisierung, wird es wahrscheinlich in größeren Städten oder in größeren Friedhöfen wirklich auch zukünftig notwendig sein, eben wirklich christliche Bereiche zu schaffen, die man dann mit entsprechender Symbolik dann eben sehen kann. Hier noch einen kurzen Ausflug, was man noch machen kann, um den ökologischen Friedhof noch ein bisschen ökologischer zu machen, würde ich sagen. Entsprechende Nützlingsunterkünfte anbringen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn wirklich die Bepflanzung einmal entsprechend vorhanden ist. Also das heißt, die Nützlinge brauchen natürlich Nahrung und Unterschlupf, um sich dann eben auf dieser Fläche aufzuhalten. Und dann gibt es natürlich noch die Maßnahmen zum Umweltschutz, die man ja unbedingt auch beachten soll, auf einem ökologisch gepflegten Friedhof, also dem Umgang mit Regenwasser, sehen Sie hier links in Form einer Versickerungsmulde, entsprechend Sammelangeboten, Sammelinseln für den Müll und Mülltrennung anbieten. Rechts hier ganz oben haben Sie eine Dachbegrünung als Beispiel oder auch solche Laternen, die man aufstellen kann. Vor allem in naturnahen Flächen ist das eine ganz tolle Möglichkeit, damit eben die Kerzen zentral in diesen Flächen angezündet werden und nicht mitten im Gelände, wo eben zum einen Brandgefahr herrscht, aber auch dann der Müll ansonsten überall herum liegt. Und natürlich gehört auch die entsprechende Pflege zu einem ökologisch gestalteten Friedhof. Da haben wir ja schon bei etlichen Webinaren einiges dazu gehört. Also Sie haben ja das Unkrautmanagement, die Streuung, also womöglich oder wenn möglich wirklich unbedingt auf die Salzstreuung auf Friedhöfen verzichten, Streusplit verwenden als Alternative und dann natürlich auch das Mulchen von Pflanzflächen. Also wäre eine Möglichkeit, die Sie unbedingt machen sollten, damit der Boden nicht austrocknet, damit sich die Arbeit in Grenzen halt hält mit dem Jäten. Wir kommen nun auch schon zum Ende. Ich möchte mit einem kurzen Fazit enden. Und zwar, das Ziel einer nachhaltigen Friedhofsgestaltung sollte ja die Schaffung von wertvollen Naturräumen sein, die neben ihrer Hauptfunktion eben als Ort zum Trauern und zum Gedenken an unsere Verstorbenen wirklich auch als Ort der Ruhe und der Erholung genutzt werden kann und vor allem auch soll. Die entsprechende Ausstattung mit klimawirksamen Bäumen und Sträuchern trägt dem dazu bei, damit man wirklich auch die umliegenden Flächen und Bereiche aktiv kühlt und wirklich auch einen Ersatzlebensraum für unsere Insekten und für unsere Tatten schaffen kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute einige Beispiele zeigen, also dass es wirklich auch auf bestehenden Friedhöfen die Möglichkeit gibt, auch kurzfristig gesehen die ökologische Funktion ein bisschen zu verbessern und vor allem auch die Nutzungsqualität für die Besucherinnen und Besucher zu erhöhen. Und natürlich auch neue Angebote hinsichtlich der Bestattungsmöglichkeiten zu schaffen, also wirklich abseits der Kolumbarien und abseits der mit Steinplatten abgedeckten Erdgräber. Und lassen Sie mich mit einem Satz noch enden, und zwar tragen wir dazu bei, dass aus den derzeit trist wirkenden Friedhöfen würdige Orte für das Gedenken an die Verstorbenen werden, an denen sich zum einen die lebenden Menschen wohlfühlen und andererseits auch die Natur ihren Platz hat. Vielen Dank. Ein wunderschöner Schlusssatz, Stefan. Und ja, ich finde, du hast wirklich schöne Beispiele gebracht. Und ich hoffe, es war wirklich jetzt die eine oder andere Gemeinde dabei, die wir ein bisschen zum Nachdenken bringen konnten, die wirklich jetzt überlegen, ob man nicht so alternative Varianten statt eben den klassischen Kolumbarien als alternative Bestattungsmöglichkeit wählen kann. Wir haben jetzt schon hochgeladen im Chat oben eine digitale Pinnwand, wo ich Sie noch bitten möchte, dass Sie uns bitte Feedback geben, wie es Ihnen gefallen hat oder falls Sie eben Wünsche haben, auch Wünsche für zukünftige Webinare, bitte alles in die digitale Pinnwand schreiben. Und ich habe jetzt noch für Sie, ich starte nochmal die Präsentation. So, weiter. Ich habe jetzt noch für Sie zum Schluss das Angebot von Natur im Garten. Als Gemeinde können Sie jederzeit Gestaltungs- und Pflegeberatungen nutzen. Also wir kommen gerne zu Ihnen in die Gemeinde und schauen uns Ihre Probleme mit Ihnen gemeinsam vor Ort an, was das Unkrautmanagement betrifft. Aber wir haben auch Naturblumenwiesenberatungen, die vollkommen kostenlos sind, wo wir mit Ihnen gemeinsam gerne die Flächen durchgehen.
Es gibt die Grünraum-Servicestelle, wo eben hier rechts das Gartentelefon auch eingeblendet ist. Also auch für die Leute am Bauhof, bitte nicht scheuen, die Nummer wirklich einspeichern und sobald draußen bei der Arbeit ein Problem auftritt, einfach das Gartentelefon anrufen und um Unterstützung und Hilfe bitten. Es gibt den Newsletter auf unserer Homepage www.naturimgarten.at. Das ist, wenn man auf der Seite ganz nach unten scrollt, gibt es mehrere Newsletter und da ist für Sie bestens geeignet der Grünraum-Newsletter. Es gibt Gemeindezeitungsvorlagen, die Sie sich von der Homepage einfach runterladen können und für Ihre Gemeindezeitung nutzen können. Die gibt es in A4 und A5 zu unterschiedlichen Themen. Dann gibt es auch Vorträge, also Sie als Gemeinde können auch gerne uns Regionalberater buchen für einen Vortrag zu unterschiedlichen Themen bei Ihnen in der Gemeinde. Wir werden die, solange man noch nicht so viel nach draußen darf, auch gerne digital anbieten. Es gibt auch Seminare und Lehrgänge, von kurzen Lehrgängen, die gut geeignet sind für Bauhofmitarbeitern, bis zu Universitätslehrgängen, also unterschiedliche Stufen. Ja, die Webinare gibt es nicht nur jetzt in diesem Format, sondern es gibt auch für Privatpersonen die Webinare Montag bis Mittwoch. Und gestern und vorgestern hatten wir die Fachtage für ökologische Pflege, die gibt es auch jedes Jahr. Die sind auch zur Nachschau auf der Homepage zu finden. Es gibt Praxistage, es gibt einen Gemeindetag. Ja, und wenn Sie als Gemeinde sagen, die Kriterien von Natur im Garten, die erfüllen wir ohnehin schon oder wir sind auf gutem Weg dorthin, dann freuen wir uns, wenn Sie sich wirklich auch als Natur im Garten Gemeinde auszeichnen lassen. Wir Regionalberater unterstützen Sie auch gerne dabei. Es gibt Informationen, Publikationen auf der Homepage zum Download, also viele verschiedene Broschüren zu unterschiedlichen Themen. Und hier sind nochmal wir Regionalberater, also Sie dürfen uns wirklich jederzeit gerne kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Unterstützung brauchen. Und das ist links oben im Bild meine Kollegin Theresa Steiner für die Region Niederösterreich-Mitte. Dann links unten im Bild ist mein Kollege Bernhard Heidler, er betreut das Mostviertel. Dann rechts oben Martina Lil-Reiner, meine Kollegin aus dem Weinviertel. Rechts unten Petra Hirner, sie ist im Industrieviertel ihre Ansprechperson. Und in der Mitte unten, das bin ich, mein Name ist Daniela Tüchler. Ich bin Regionalberaterin für die Gemeinden im Waldviertel. Und dann freue ich mich sehr, dass ich Ihnen jetzt noch die ersten 6 Termine für das nächste Halbjahr 2021 präsentieren darf. Also wir haben wieder jeden letzten Freitag im Monat um 9 Uhr, circa eine Stunde lang, unterschiedliche Themen. Wir starten im Jänner mit Heckenschnitt, Strauchpflege, Wildstrauchhecke. Im Februar geht es weiter mit Baumpflanzung und Baumpflege in den Gemeinden, also richtig gepflanzt ist halb gepflegt. Dann im März geht es weiter mit dem Thema Wiesenanlage. Im April haben wir wieder mal Unkrautmanagement und da möchten wir ganz konkret auf Freizeitanlagen und Spielplätze eingehen. Im Mai dann kommt das Thema Regenwassermanagement, das vor allem, wenn neue Siedlungen gebaut werden, großes Thema derzeit ist. Und im Juni geht es dann nochmal weiter mit den Gebäudebegrünungen, wie man also da ein bisschen für Kühlung schaffen kann. Gut, dann war's das für heute. Danke für Ihre Geduld. Danke, dass Sie noch dabei geblieben sind, auch wenn wir ein bisschen überzogen haben. Es war sehr schön, dass wieder so viele Menschen mit dabei waren. Danke überhaupt fürs Dabeisein das ganze Jahr hindurch und dass Sie mit uns gemeinsam dieses Format nutzen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit. Einen guten Start ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns am 29. Jänner um 9 Uhr wieder hier in diesem Webinarraum treffen. Ich glaube, im Chat müsste jetzt auch eingeblendet sein schon der Link, beziehungsweise er kommt dann gleich, wo Sie sich für die neuen Webinare bereits registrieren können. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!